Ja, hallo und herzlich willkommen zu Leckerkochen ohne Schnickschnack. Heute mal kein Kochrezept, sondern wieder ein Gartentipp. Und der Gartentipp heute: Wie kann ich eigentlich meine Rosen im Frühjahr beschneiden, damit es genau solche Farben und Blütenpracht gibt, wie eben auf den Bildern zu sehen. Ja, so sieht es im Augenblick aus hier bei den Rosen. Und da habe ich also nichts mehr im Herbst gemacht, habe sie nach der Blüte nochmal verschnitten, dann neu austreiben lassen. Und da könnt ihr sehen, wie viele Triebe sich im Prinzip entwickelt haben, insbesondere auch in Richtung Gras, also Rasenfläche. Und ich will da die Rosen schon in größerem Maße am Zaun selber haben. Und da geht es jetzt also an den Rückschnitt im Frühjahr. Der Rückschnitt, so sagt der Volksmund immer dann, wenn die Forsythia blüht. Hier könnt ihr noch ein paar Reste sehen von irgendwelchen, ja, Bändern bzw. Fäden, wo ich die Rosen ein wenig zusammengebunden habe. Da hat sich so einiges aufgelöst, jetzt auch über den Winter, und viele, viele Triebe sind sehr, sehr stark. Hier sieht man übrigens ein Auge, das ist nachher nochmal wichtig, wenn es um den Rückschnitt geht. Da haben sich also ganz kräftige Triebe entwickelt seit der zweiten Blüte, und die gilt es jetzt ein wenig einzukürzen. Ich habe hier keinen Rosenschneidekurs besucht, sondern habe mir das, was ich hier bei den Rosen mache, selber angeeignet. Ich will also hier auch nur meine Methode vorstellen. Das heißt, andere Leute machen es durchaus anders. Ich habe damit auch kein Problem, sondern greife darauf zurück, womit ich Erfolg hatte. Und ihr seht, ich schneide da schon relativ konsequent weg, einfach damit die alten, ja, Triebe neu austreiben, dann im Frühjahr. Hier sieht man schon die ersten Austriebe im Übrigen und auch diese etwas mittelstarken Triebe, die sich da letztes Jahr gebildet haben, die werden kurz eingekürzt, um quasi dann weiter unten mehr Blattaustrieb und auch mehr Blüten zu haben. Ich schneide da immer zwischen zwei Augen, meistens nach dem zweiten Auge und manchmal auch gern etwas mehr, weil die Rosen treiben aus. Da muss man keine Sorge haben, da muss man keine Bedenken haben, dass es da eventuell nicht mehr blühen würde. Ganz im Gegenteil, die Rose kommt von unten dann völlig neu raus, und ihr seht schon, da ist kräftig was weggekommen. Und da geht natürlich noch wesentlich mehr. Und einfach, um dann am Zaun selber ein etwas dichteres Rosengeflecht zu haben. Hier nehme ich einen Ast und bringe ihn rüber an den Zaun, um ihn dort festzubinden. Hier ist er dann schon mal so mehr oder weniger provisorisch festgebunden. Und gerade diese Biegung, die führt dazu, dass es dort auch neu austreiben wird, dass da also neue Triebe kommen mit entsprechenden Blüten. Ja, seid also nicht zu vorsichtig, wenn ihr die zurückschneidet, einfach mal konsequent kürzen. Und dann gibt es auch im nächsten Jahr, oder besser gesagt in diesem Sommer, in diesem späten Frühjahr, kräftig Rosenaustrieb. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und für eure Zeit, und schaut auch rein, hier gibt es auch den Rosenschnitt im Sommer. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, danke fürs Einschalten, tschüss.